Also ein Einsatzleitwagen 1 nach Norm oder vielleicht ein bisschen erweiterter Norm, nach aktuellstem Stand der Technik aufgebaut. Wir haben vor circa 3,5 Jahren eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit der Neubeschaffung des Einsatzleitwagens auseinandersetzt. Die haben sich mehrere Einsatzleitwagen dann auch angeguckt, die Ideen zusammengetragen, dann mit Aufbauherstellern gesprochen, schon im Vorfeld, bevor die Ausschreibung überhaupt dann erstellt worden ist, um Ideen zu sammeln. Wir haben das Fahrzeug angefangen zu planen und da sind natürlich direkt ein paar Schlagwörter gefallen. Das ist einmal die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs auf Alarmfahrten. Dort haben wir ganz großen Augenmerk drauf gelegt, dass wir auch im Alarmfall auch gesehen werden und auch gehört werden. Was dann noch dazu kam, war die Benutzerfreundlichkeit, die wir gerne haben wollen, auch für die Funkarbeitsplätze, dass es nicht zu kompliziert wird und unsere Kameraden dann auch mitten in der Nacht aus dem Bett heraus sich in das Fahrzeug setzen können und so eine Einsatzlage dann auch dokumentieren und führen können. Unser alter Einsatzleitwagen, der ist auch schon vom Baujahr 1999 und da war das normal, dass man in diesen Einsatzleitwagen einen großen Besprechungstisch drin hatte, wo dann ein Funkgerät oder zwei Funkgeräte drin waren, vielleicht noch ein Telefon und ein Laptop. Heutzutage ist es möglich, diese Einsatzleitwagen anders aufzubauen. Wir haben einen Tisch in L-Form drin. Jeder Arbeitsplatz besitzt zwei Bildschirme und einen Computer und ein Funksystem, wo er auf vier fest eingebaute Funkgeräte zugreifen kann. Er kann auswählen, welches Funkgerät er aktiv hören will, welches er passiv hören möchte. Also das heißt, ob er der aktive ist halt in lauter, der andere ist ein bisschen leiser, es wird auch visuell dargestellt. Oder ob er nur ein Funkgerät hören will und kann die anderen Funkgeräte wegschalten. Er kann über entscheiden, ob er telefonieren möchte mit dem Einsatzleiter, mit einer Leitstelle oder mit irgendwelchen Fachberatern und so weiter. Das ist alles möglich aus diesem Fahrzeug. Für Lagebesprechungen haben wir uns dafür entschieden, dass wir einen Monitor zusätzlich dazu kaufen, der dann außen eingegangen wird. So können wir jetzt entscheiden, ob wir den Arbeitsplatz innen, wo alles in dieser Feuerwehr-Einsatzleitungssoftware Fireboard dann geführt wird, nach außen in Echtzeit übertragen. Der hohe Mast liegt daran, dass wir gesagt haben, wir wollen vier fest eingebaute Funkgeräte haben. Nach einem Norm-Einsatzleitwagen-Koppler, das heißt, da laufen drei Funkgeräte drauf, die dann an die Antenne gehen, wo dann der Funkverkehr dann rausgeht, muss, wenn man ein viertes hinzuziehen möchte, muss man dann das entweder per Stativ lösen und das Funkgerät oder das Stativ 6-7 Meter wegstellen, das gegen Wind sichern, gegen Gegenlaufen sichern, also abflattern noch. Und wir haben uns dann dazu entschieden, wir nehmen einen festen Mast. Ja, und da war der Schritt halt nicht weit zu sagen, jetzt nehmen wir noch eine Umfeldbeleuchtung mit dazu, um dann die Einsatzstelle noch weitläufiger auszuleuchten. Der Einsatzleitwagen fährt grundsätzlich ab Feuerstufe 2 mit raus. Das heißt, PKW-Brände, Brandmeldeanlagen, da soll das Fahrzeug mit rausfahren. Und wenn er gebraucht wird und noch nicht da ist, wird er nachgefordert und dann kommt er auch raus.